Diktat und das ist, wenn eine Live-Show seinen Lauf nimmt. Dann gibt es eine leichte Rückkopplung. Dann geht ein bisschen abschalten. Herzlich willkommen, wir sind live in der Platzhirschbar in der Zürcher Altstadt, da mitten im Niederdörfli. Bei mir ist Tami Glauser. Tami, schön, dass du da bist. Danke schön, merci für die Einladung. Ja, freut mich, dass du gekommen bist. Und für dich ist das nicht ganz neu, so in einer Bar. Also ein Setting, das du eigentlich gut kennst. Sehr gut. Ja, gerne Bars. Du hast selber mal an einer Bar geschafft? Ja, ich habe lange an einer Bar geschafft. Verschiedene Bars. In Zürich und in Bern angefangen. Ja. Also fühlst du dich pudelwohl? Ja, finde ich sehr gut. Und anstatt, dass ich dich jetzt frage, Tami, wer bist du? Frage ich dich, Tami, was trinkst du? Ich nehme ein Champagner. Sehr gut. Also, zweimal Alejandro. Können wir bitte zwei Champagner haben? Merci vielmals. So. Ah, fix. Ja. Alejandro, Barchef vom Platzhirsch. Hoi. So, danke. Mal zwei Glätzchen. Anfangen. Nur zum Anfangen. Hm? Geht zum Wohl. Genau, das ist das Stichwort, mal zum Anfangen. Hey, Tami, tschüss. Zum Wohl. Auf dich. Und auf dich, danke natürlich. Tschüss. Tschüss. Ich habe auch mal an einer Bar geschafft. Man erkennt ja immer so ein bisschen, was das für ein Mensch ist. Auch am Getränk. Warum passt jetzt zu dir Champagner? Ja, also Champagner ist für mich schon fast eine kleine Hommage an Paris. Mhm. Dort bin ich nämlich so, vor allem während der Fashion Week. Ist es schon fast ein bisschen so, dass du Champagner ertrinkst. Also du magst. Nach dem dritten Tag magst du es echt nicht mehr sehen. Aber jetzt bin ich ja schon länger nicht mehr da, darum habe ich jetzt irgendwie so ein Bedürfnis auf ein Güppli. Sehr gut, freut mich. Ist übrigens auch ein Getränk, das ich sehr gerne trinke. Ja, denke, können wir zusammen anstoßen. Ist denn das eigentlich so in der Fashion-Welt bei den Models wirklich so, wie man das immer gehört und denkt? Also, wie ist das zuerst gefügig gemacht, abgefüllt mit Champagner? Gefügig gemacht. Bis dann alle irgendwie topless sich shooten lassen. Ja, ist das ein Klischee? Nein, ich habe mich sonst an einem Shoot mal einen Drink bekommen, weil sie gewusst hat, dass ich das gerne habe. Aber das ist jetzt nicht unbedingt so, dass du am Shooting das Trinken bekommst, in Form von Alkohol, Wasser schon. Aber du hast natürlich die ganzen Partys und so, wo es dann en masse und for free gibt. Das ist so, dass du eigentlich am Schluss nicht mehr weißt, wie viel Gläser du hast. Ui, okay. Ja. Gut, so weit wollen wir es nicht kommen, obwohl wir noch ein fieses Spiel vorbereitet haben. Also für alle daheim, die jetzt eingeschaltet haben, wir sind hier live in der Platzhirschbar in Zürich mit der Tami Glauser, Topmodel aus Bern. Ja, aus Bern, genau. Freundin von der Dominik Rinderknecht, bekannt auch als Dominik. Sie sind übrigens auch da, die ganze Family ist, glaube ich, da von dir. Ja, ja, die Mami, Domi, das Mami und der Stefan, unser Hunde, unser Hund, unser Hunde-Mami, habe ich schon fast wollen sagen. Ja, es sollte ja auch ein eine familiäre Runde sein. Da, also, wir sind ja unter uns hier, gell? Eben, ja, da kommt gar niemand richtig mit. Finde ich gut. Also ich erkläre noch schnell, wie es funktioniert. Ihr könnt jetzt über den Livestream über Facebook Fragen schicken, was ihr gerne möchtet wissen von Tami. Seid lieb. Ihr könnt auch gerne böse Fragen schicken. Nein. Und für unser Trinkspiel später auch noch sagen, was Tami dann soll trinken. Ich habe gehört, du hast sehr gerne Tequila, gell? Das ist... Das ist, glaub, it's my favorite. Also, das ist so dein Lieblings? Als ich 16 war, war das so das Ding. Und das hat einfach manchmal... Einen zu viel gegeben. Und darum habe ich es nicht mehr so gerne. Jeder hat doch so einen Alkohol, den er irgendwie nicht mehr sehen kann, wenn er sie in der Jugend übertrieben hat. Ja, ich glaube, nachher sind dann so die roten Wodka und die grüne Wodka-Generation gekommen. Bei uns war es halt noch der Tequila schon gewesen, für 5 Stutz. Irgendwie. Mhm. Ja. Aber wenn wir jetzt Tequila nachher bestellen, dann müssen wir nicht gerade das Kübeli holen. Ich würde, wenn ich immer. Okay. Wir haben es eben schon gesagt, du warst selber im Nachtleben unterwegs gewesen, hast gearbeitet. Erzähl mal, man weiss gar nicht so viel von dieser Zeit. Also für alle, die das Buch nicht gelesen haben, von dir, deine Autobiografie. Ja, was soll ich anfangen? Also, das war eigentlich mein erster Job mit 18 in Bern. Dort ist mir dann dummerweise, das ist einfach das, was ich daran denke, wenn ich an die Zeit denke, ist mir wie so das erste Meeting mit dem Chef und so. Und ich bin dort wirklich voll stolz reingegangen, weil ich genau gewusst, ich arbeite sehr gut. Und eigentlich für eine Lohnerhöhung fragen. Und dann haben sie mir aber gekündigt.
Das ist aber nicht nett. Ja, es war schrecklich. Ich habe gerannt. Auf jeden Fall hat sich zum Guten gewendet, weil ich dann einen anderen Job bekommen habe. Dort durfte ich zum Beispiel in der Bar rauchen und ich durfte trinken, was ich vorher nicht durfte. Also ist es eigentlich alles zum Positiven gewendet worden. Das ist ja noch so eine Sache, nämlich, ob man, wenn man an der Bar arbeitet, ob man dann trinkt, ob man sich einladen lässt. Hast du dich gerne ab und zu mal zum Trinken? Einladen finde ich ein schwierig. Aber selber etwas trinken kann ich mit schon, weil ich finde es wie einfacher. Also, ja, man muss sich das vorstellen, wenn man nüchtern in eine Party läuft, um 2 Uhr morgens, das finde ich keine geil. Mhm. Und einfach, dass du ein bisschen connecten kannst mit den Leuten. Ich sage nicht, dass du stockbesoffen in der Bar sein, aber dass du halt ein bisschen lustig drauf bist und hast selber auch mehr Fun. Darum bin ich schon nicht gegen Bartender, die etwas trinken zu stören. Und Flirten ist auch ein wichtiger Aspekt, den man hinter der Bar schafft. Hast du da Gas gegeben, Amix? Hast du mal noch ab und Nein, im Fall, also ich bin einfach so eine liebe Person. So. Was ich aber habe, zwischendurch ist es immer wieder mal passiert, dass ich irgendwie eine Nummer habe bekommen oder so. Das kann man vorstellen. Das ist so. Das, Hast du dein schwarze Büchlein gestellt? Nein, ich hatte eine Wall of Ego daheim. Nein, ernsthaft? Wo alle Nummern gesammelt hast? Ja, ich habe dort nicht so Sachen hergeklebt. Und er war cool, wenn dann mal ein schlechter Tag ist oder so. Du die Wall of Ego an und dann fühlst du dich ein bisschen besser. Sehr gut, auf das stoßen wir nochmal an, würde ich sagen. Tschüss, dann Wall of Ego. Tschüss. Ich muss nochmal sagen, für alle, die jetzt zuschalten, ihr könnt den Tommy Glauser, der bei mir hier zu Gast ist, in der Platzhirschbar in Zürich, könnt ihr Fragen schicken, was ihr gerne möchtet wissen. Ja. Die vom Social, meine lieben Kollegen, tun das dann mir weiterleiten aufs Handy. Und ihr könnt auch sagen, was Tommy nachher für einen Alkohol trinken soll. Ja, also schaut ja sehr gerne Wodka. Also gut, Wodka, Tequila, Absinthe. Tequila lieber nicht, was ich nicht gebe. Tequila lieber nicht, okay. Ja. Was ist denn das Schrägste? Wodka betrunken. Eben, spielt dann schlussendlich nicht so eine Rolle. Was ist denn eigentlich das Schrägste, was du erlebt hast im Nachtleben? Was würdest du sagen? Das Schrägste? Ja, es ist einfach noch schwierig zu sagen. Ich glaube, es sind so viele Sachen passiert, dass ich so konkret, jetzt so spontan, dass ich eigentlich gar nicht weiss. Was mir jetzt gerade so spontan in den Sinn kommt, das ist halt auch wieder mit einer Kündigung zu tun. Mir ist mal gekündigt worden, weil ich emotional nicht greifbar bin. Oh, okay. In der Bar. Mhm. Too cool, also too cool for school. Ja, quasi. Ich weiß auch nicht genau, mit was. Also ich habe es bis heute nicht herausgefunden. Es beschäftigt mich tatsächlich immer noch, was sie eigentlich genau gemeint haben. Ich habe mich, glaube ich, zu wenig in der Gruppe involviert, so in der Freizeit. Zu wenig mit ihnen fort oder so. Okay. Ich weiß nicht genau. Und dann, ja, weiß auch nicht. Es hat immer wieder lustige Sachen passieren. Aber ich habe mich so ein bisschen getrunken, das heisst... Weißt du nicht mehr so alles? Ja, genau. Aber die Coolness, die du jetzt gerade angesprochen hast, oder vielleicht das nicht ganz greifbar, kann ich mir vorstellen, hat dir im Model-Business dann wahrscheinlich geholfen. Das haben sie es ja noch gern, wenn man so ein bisschen cool ist. Die haben ja nicht gesagt, ich bin zu cool. Ah ja, gut. Gesagt, das ist meine Interpretation. Ich bin emotional nicht greifbar. Ich bin emotional greifbar, finde ich. Ich meine, wenn ich mit dir zusammenarbeite, dann weißt du, ob ich heute schlecht oder einen guten Tag habe. Ja. Der Kunde weiss es nicht, aber meine Mitarbeiter schon, die spüren es dann vielleicht auch ein bisschen, je nachdem. Ja. Darum habe ich dort nicht so genau. Ich glaube nicht, dass es mit Coolness zu tun hat, aber ich finde es natürlich schön, wenn ich cool finde. Ja, nein, aber du bist ja berühmt worden als androgynes Model. Hast du so ein bisschen, auch ein bisschen mit diesen Geschlechterrollen gespielt? Bist für Männer Mode gelaufen? Eines der allerersten Models überhaupt, die das gemacht hat. Ja. Und es gibt ja wenig Bilder von dir, wo du lachst. Außer Dominik schafft es manchmal gut, dich zum Lächeln zu bringen. Ja, schau, zu Paris ist halt... Also erstens mal lache ich wirklich nicht gerne auf einem Foto, vor allem nicht auf Kommando. Ich kann es schon, aber ich mache es nicht gerne. Mhm. Zweitens, und darum liebe ich Paris, derzeit Fotografen wirklich so, dass sie shooten die und so, alles ist super und er macht irgendeinen Joke und er lacht das ganze Team, inklusive mir, und er wartet den Fotograf, bis sie nicht mehr lachen und dann geht es wieder weiter. Okay. Ja, nein, wieso nicht? Mir hat das sehr gut gepasst. Kann man schon noch vorstellen. Ich habe übrigens schon eine Frage von einer Zuseherin, von einer Zuschauerin. Selina fragt: Hoi, Selina. Was war dein beeindruckendste Erlebnis als Model gewesen?
da gibt es wirklich so ein paar Sachen. Ich meine, ja, vielleicht ist so, also sicher einer von den Top 3 war in dem Moment mit der Vivienne Westwood, wo sie mich wieder zurück hat auf den Laufsteg mit sich gezogen. Ich habe wirklich überhaupt nicht mit dem gerechnet. Das ist sicher eins. Und dann gibt es andere Sachen, wie als ich mal in Rio war, und wir in dem Museum waren, wo ich jetzt den Namen nicht weiss. Kunstmuseum. Aber es war der Laufsteg auf dem Wasser. Ja, genau. Ja, und es war einfach von der Lokalität her irgendwie der absolute Wahnsinn gewesen. Ja, ich habe immer wieder irgendwelche Momente erlebt, die irgendwie super special waren. Wie bei Westwood wollte ich sowieso fragen. Das war ja sehr prägend gewesen, die Begegnung mit ihr. Hat sie dir mal einen Ratschlag gegeben? So ein bisschen auf die Seite genommen? Die? Ja, wir haben immer wieder, also ich kann mich noch erinnern, als ich die erste Kampagne mit ihr geshootet habe, waren wir so zusammen am Reden gewesen, und dann ist der Jürgen Teller ist immer wieder gekommen, so, hey, wir brauchen Tammy und so. Und ich bin so wie zwischen Stuhl und Bank gehockt, auf wen höre ich jetzt, auf Jürgen oder auf Vivienne, weil Vivienne erzählt mir irgendwie auch aus ihrem Leben, es ist viel spannender, als jetzt ein Foto machen, aber eigentlich bin ich immer am Arbeiten. aber ja, ich habe ihr zugelassen. Ja, sie ist wirklich eine Wahnsinnsfrau. So der Typ, den ich wirklich mitgenommen habe, ist Liz, so viel das kannst. Und informiert dich und einfach Liz, das ist so ein bisschen ihr Credo. Und sie ist auch die ganze Zeit am Lesen und ist Jockey. Übrigens, apropos Lesen, also apropos nicht schlecht, lesen. Apropos Lesen, ja. Kommen wir dann zum Schreiben. Du hast nämlich eine Biografie geschrieben. Ja, und du hast natürlich darin auch deine Zeit in Paris verarbeitet, aber auch sonst einen Haufen prägende Erlebnisse. Was mich noch wundern würde, wenn du nicht Model geworden wärst, oder zuerst Barkeeperin und dann Model, was wäre Tammy Glauser geworden? Ja, das ist eine gute Frage. Ich war dort am Studieren, wo das passiert ist. Darum denke ich mal. Und dort habe ich das Studium auf Berlin gewechselt. Und wahrscheinlich wäre ich in Berlin studieren. Und vielleicht hätte ich eine wissenschaftliche Karriere gemacht. Also vielleicht hätte ich wirklich, wäre ich in der Soziologie geblieben oder wäre ich in die Körpersprache hineingegangen. Das interessiert mich auch sehr. Dann hätte ich vielleicht so etwas gemacht. Okay. Ja. Beeindruckend. Also Menschen interessieren dich auch. Für das du mal gesagt hast, du sechs nicht greifbar. Das Verhalten von Menschen. Mhm. Weiss nicht, Menschen interessieren, aber das Verhalten von Menschen interessiert mich. Menschen interessieren mich punktuell. Mhm. Nicht alle, aber den. So. Ja. Die Whitney hat auch noch eine Frage. Und zwar so fragt sie, tust du lieber Whitney. Männermode oder Frauenmode? Männer. Männer, ganz klar. Warum? Warum? Einfach, weil ich mich... Also weißt du, das Männermodel könnte jetzt so da sein. Da müsste ich einfach wie so irgendwie herhocken, in die Kamera schauen. Aber weißt du, wenn ich mir so überlege? Ich meine, jetzt bist du schon viel, also bist du eigentlich sehr weiblich geworden. Ja, schon. Aber es geht ja dort in dem Moment um Klamotten. Es geht ja wirklich um Klamotten. Klar, logisch. Bei Frauensachen ist es halt dann mehr so, musst du so ein bisschen unbequem, musst du noch so ein bisschen drücken. So. Und das Männliche fällt mir einfach ein natürlicher als das Weibliche. Gell, es ist ja immer so blöd, aber wenn man in einer Kategorie redet. Ja, klar, aber man muss ja auch immer weiblich, können verstehen. Aber wenn man es so, wenn man ja, so oder ich immer den Normen also, entsprechen will, ja, logisch, ist eben, so genau. Ja. Aber ja, wenn man mich so fragt, wirklich lieber männlich, weil es mir natürlicher fällt. Mhm. Aber das andere ist immer eine Herausforderung, was ich auch gerne habe im Leben, darum mache ich besser gerne. Okay. Whitney, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Und ich habe mal noch gelesen, du würdest auch gerne Rucksäcke designen. Ja, weil ich laufe jeden Tag gut mit einem Rucksack. Handtaschen ist nicht so meins. Mhm. Das Problem dort, ich muss mich noch erinnern, das nimmt der Dominik an mich. Genau. Ich muss mich noch erinnern, ich war mal Louis Vuitton auf der Party und haben dort so ein bisschen Louis Vuitton Klamotten aussuchen und so für die Party und Täschchen. Und ich habe irgendetwas gebraucht und mit diesem Rucksack konnte ich nicht einfahren.
Und dann habe ich dort so ein Louis Vuitton-Täschchen genommen. Und es war so mühsam, gewesen, weil der ganze Abend lang ich mich darauf konzentrieren, dass ich es nicht irgendwo liegen lasse. Und 70 Mal habe ich es irgendwo liegen. Und dann habe ich so, ah, oh, Scheiße, mein Täschchen ist unter denen. Ich muss dann wieder zurückgeben. Kostet ja eigentlich 3000 Stutz. Habe ich so nicht Bock, dass ich dann, müssen zu zahlen, weil ich es versifft habe. Also lieber auf der Rücken, lieber auf ja, den Rücken. Ja, auf dem Rücken safe. Da wirst du schon hängenfrei. Und, so. Und wie würde denn da so eine, wie würde denn da so eine Kollektion aussehen, eine Rucksack-Kollektion von der Tami? Ja, das ist eine gute Frage. Und hier gerade mal ein Shoutout. Wer will mir einen Rucksack designen? Das weiss ich nicht, wie es aussehen wird. Wahrscheinlich wäre er schwarz, aber ich könnte er muss vor allem funktional sein, viel Platz haben, Laptop muss rein mögen. Ich kann auch nicht mit dem Laptop noch unter dem Arm, ich könnte ja so gut das Handtäschchen nehmen. Das wäre ein bisschen gross, ja. Ja, veganes Leder am liebsten. Du kannst auch ein Bild oder Apfelschale oder Pineapple, wo man jetzt neu Leder produzieren kann, aus so einem Material irgendwie. Das wäre so ein bisschen, ja, das wäre cool. Also wenn es jemanden gibt, kann man sich jetzt melden, können schreiben, genau, über Facebook, über unseren Stream. Taschendesign oder besser gesagt Rucksackdesigner mit Tami Glaser. Vielleicht noch Weekender oder so. So, genau. Und da hat jemand schon einen wunderbaren Tipp geschrieben. Der Urs aus Uerike hätte gern, dass du einen Tequila-Shot trinkst. Ja, nein, Urs! Urs, komm jetzt! Oder eine von den bösen Fragen beantwortet. Urs, du siehst. Ich muss sagen, Alejandro. Jetzt geht's los mit unserem ersten Spiel. Wie lange habe ich keinen Tequila-Shot mehr getrunken? Das glaubst du jetzt nicht? Du, es gibt keinen perfekteren Abend für das als heute Abend. Das glaube ich für dich. Ja. Genau, sehr gut. Ich habe das schon vorbereitet. Ich weiß nicht, was du hast schon gewusst, dass Tequila ist? Oh nein, ja, okay, nicht, also. So. Aber trinkst du schon einen mit? Komm mit. Also zuerst... Also ja, nach dem, okay, vielleicht beantworte ich die Frage. Genau, wer weiß. Ich habe extra mitgebracht. Ah, sehr gut. Super. Also, die erste böse Frage auf unserem Bierdeckel ist... Tami, was ist der schrägste Ort, wo du jemals an Sex gehabt aufgewacht bist? Ah, ah, ich weiss wo. Also schrägste, ich weiß nicht, was das schrägste ist. Also du kannst einen Shot trinken oder die Frage beantworten. Nein, das ist easy. Ich bin mal ja, meinen Persi Karre genommen und bin so ein bisschen im Zug gefahren. Dann habe ich ihn irgendwo abgestellt. Und also bist du dort nüchtern gewesen? Ich bin eingeschlafen beim Fahren, ja sicher. Ah, oh, sorry, ja. Ja, und habe dann der gepennt im Karre innen und dann erwache ich aufgrund, weil... Und dann schaue ich so raus und dann stehen so zwei Bullen vor dem Fenster. Die hat tatsächlich gemeint, die hat den Karren gestohlen. Und dann irgendwie mein Vater um 6 Uhr morgens anrufen, dass der dann auch bestätigen kann, dass das sein Auto ist. Ja, okay. Ich würde jetzt mal sagen, das ist so einer der schrägsten Momente, wie ich und wo ich bin aufgewacht. Das kann ich mir gut vorstellen. Also, ich bin jetzt noch davor gekommen. Sehr gut. Noch nicht müssen trinken. Das kann sich ja noch ändern. Schauen wir mal, was da noch reingekommen ist. Oh, das ist auch böse. Okay. Wer verdient mehr? Dominik oder du? Nein, das ist easy. Dominik. Warum? Sie ist einfach das Money Chick, man. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, Dominik verdient mehr. Mhm. Oh, es geht besser, als ich gemeint habe. Ich habe Angst vor diesem Zeug. Gut, dann kommt die nächste Frage. Wie viel Geld gibst du für Drogen aus? Denk daran, du hast immer noch die Möglichkeit, zum einen Shot zu trinken. Also, ich habe vor allem Geld gemacht mit Drogen. Das ist auch eine gute Antwort, ist aber nicht die Frage. Komm, wir trinken schon. Also eigentlich müsstest du jetzt einen trinken. Nein, komm, mach oh, nicht. Vor allem ist es die dritte Frage, das heisst, du musst drei trinken. Das hast du so nicht abgemacht. Also gut, nein, ist gut. Alejandro, trinken wir zusammen einen Schöttli. Wir trinken zusammen einen, ist gut. Ist es ein guter wenigstens? Ja, ist schon gut. Und nicht so der Cheap Shit, den wir früher getrunken haben. Denkst du, es gibt dann noch eine Joker-Frage? Oh.
Ich kenne mich wirklich nicht aus mit... Ja, der ist ganz neu, ganz speziell aus der Schweiz. Aber aus der Schweiz? Das hätte ich natürlich gerne. Talese. Absinthe. Oh, aber ich sollte doch auch unsere Tequila trinken. Ja, der Urs sagt, sie muss Tequila trinken. Der Urs hat gesagt. Aber sonst dann bei der Joker-Frage. Weißt du, von der Joker-Frage habe ich nicht gewusst. Ich trinke aus Solidarität einen mit dir mittrinken. Normalerweise würde ich das nie trinken, Tami. Ich glaube, ich mache auch mit. Du bist einfach ein Schätzchen. Ja, komm, so, trink mal alle einen zusammen, oder? Hey, für das hat Tami doch einen Applaus verdient, dass sie jetzt ein Kilo trinkt. Ja, ja. Zum Wohl, mitgenommen. Cheers, Alejandro, cheers. Patricia. Cheers. Schön bei euch. Ja, ich bin dann noch so. Wieso haben wir das nicht gemacht? Ich habe ganz vergessen. Aber es ist nicht so schlimm wie das früher. Ja. Will man doch keinen Kübel holen? Nein, ist schon. Geht noch. Ja, es okay. Ist ja. Gut gemacht, gut gemacht. Hey, merci. So, es gibt jetzt noch eine Joker-Frage. Okay, bring it on. Hm. Ich weiß gar nicht, welches mein Glas ist. Das ist meins. Das ist deins. Okay. Also. Hey, darf ich euch mitnehmen als Erinnerung? Ja, selbstverständlich. Merci, Alejandro. Oder Alejandro? Ui, ui. Oh, übrigens, an dieser Stelle kommt mir noch in den Sinn. Der Adeo aus der Technik braucht doch dringend noch ein Bier. Hey, ja, gebt dem mal etwas. Für das du ständig unseren Ton da regelst und Bescheid gibst, wenn wir wieder mal mit eins trinken. Ich trinke gerne auch noch etwas. Es kommt. Ich glaube, er hat mich falsch verstanden. Ja, es kommt jetzt noch eine Joker-Frage, Tami. Und zwar fragt Lisa aus Schlieren. Lisa, ich warne dich. Eine ganz fiese Frage. Lisa aus Schlieren fragt, was nervt dich am Ex-Freund von der Dominik am meisten? Also, ich nehme es schon. Nein, also ich nehme es schon sowieso, aber ehrlich gesagt, mir nervt eigentlich nichts an ihm. Das ist aber schön. Also, es soll mich nerven. Es ist so ein bisschen... Es ist jemand, der sie mal geliebt hat. Und jetzt sind sie nicht mehr zusammen. Und... Also ihr habt es eigentlich gut zusammen. Ich kenne ihn nicht. Können wir Lisa beruhigen? Lisa kann beruhigt sein. Also ja, ich habe keine schlechten Gefühle. Aber du trinkst trotzdem eins. Ja, komm, auf ihn. Also oder? Gut, hey, tschüss, auf den Göck. Auf den Göck, cheers. Das ist verdammt voll. Applaus für Tami nochmal, würde ich sagen. Für meistens ist das wirklich super. Wow, das ist wie, jetzt brauche ich das Körbchen. Nein, das wollen wir natürlich nicht. Es war schon voll. Gewesen. Gut, ich meine, da. Jetzt, nach diesen Schüttlis, wo wir ja da so in diesem intimen Rahmen sind, können wir mal ganz ungezwungen reden. Ja, genau. Oder es gehört ja niemand, kommt niemand mit über. Nein. Du bist ja von den Grünen angefragt worden, jawohl, ob du gerne in den Nationalrat willst kommen willst. Oder hast du eine Einladung ins Bundeshaus bekommen? Genau. Wie steht es jetzt eigentlich mit dem ganzen Projekt? Also, heisst es bald Tami im Bundesrat? Ich weiß nicht, willst du, dass es bald heisst? Ich finde das super. Also, ich meine, der Donald Trump ist US-Präsident geworden. Der Christian J. Jenny, also ich meine Showbusiness-Leute, also was der Trump kann, kannst du ja schon viel besser, oder? Ich weiß nicht, ist das als Kompliment oder als Afro? Nein, als Kompliment, selbstverständlich. Nein, hey, schau, wie soll ich das am besten beantworten? Ich bin politisch sehr interessiert. Es gibt wirklich viele Themen, die mehr als mein Leben betreffen, wo ich finde, da können wir alle zusammen etwas Besseres machen. Mhm. Und ich bin auch schon eigentlich wirklich sehr lang politisch unterwegs. Das stimmt, du setzt dich schon lange für LGBTQ-Rechte. Zum Beispiel, genau. Klimaschutz und, ist wichtig. Genau, und ja, darum ist, also wir werden es sehen, wo das Ganze herführt. Ich weiß es selber noch nicht so genau. Und also ist noch nicht spruchreif? Also wenn ich jetzt so würde ich sagen, dann wäre es ja etwas. Du kannst es mir, kannst es ruhig sagen. Ja, ich weiß schon. Du wärst ja die Erste, die es wissen würde. Weil du hast ja das ganze kleine Ziel. Nein. Sibylle Arslan hat es mir damals gesteckt.
dass sie dich gerne im Nationalrat hätte. Ja, du hast auf der Seite gebracht. Stimmt. Eben. Nein, aber ich kann sagen, dann haben dich alle Parteien ständig angefangen. Ja, nein, und es ist wirklich ein guter Kontakt. Ich habe das Gefühl, jetzt kann ich mit denen zusammenarbeiten und wir können irgendwie Sachen machen. Und ich bekomme von vielen Seiten Infos über, wie es läuft. Und was. Mhm. Sorry, ich muss ja irgendwie ein Gürtel. Können wir echt noch ein Glas Wasser auf? Ja, sorry. Ja, und darum hat das Ganze irgendwie eine schöne Dynamik angenommen. Und ich weiß jetzt selber wirklich nicht genau, was herführt. Okay, aber es ist ja schon irgendwie neu. Also irgendwie machen wir ja schon Sachen. Ja. Und ja, es ist schön, über Sachen reden, wo die irgendwie danke, Bedeutung haben, und zwar für uns alle. Also wo, eben, wenn es mal um den Planeten geht, das ist uns daheim, wir müssen schauen zu dem. Ja, klar. Ja, und nicht nur Klimaschutz eben, und Gay-Recht, wie wir gesagt haben, sondern auch Tiere. Das Wohl von Tieren liegt Dominik und dir sehr am Herzen. Ich kann gar nicht verstehen. Ihr habt einen Elefantenpark besucht und euch dafür eingesetzt, einen ganz speziellen in Bali. Ja, und jetzt habe ich ein neues Götti-Kind. Ja, zeig mal, das hast du vorher eben gesagt. Ich habe extra das Foto mitgebracht. Nicht schauen. Ja, es ist so herzig. Topan ist der Name. Und du bist jetzt Botschafterin? Ja, ich bin jetzt wirklich neue Botschafterin von der Boris Foundation in der Schweiz. Was machen die genau? Das ist eben mega cool, was sie machen. Sie tun eigentlich Orang-Utans safe sozusagen, also retten. Ja. Aber sie geht darüber hinaus. Also es ist, sie tun auch, ich kann nicht mehr reden, ich bin so schwule Mühsam. Okay. Hey, du machst das super, du kannst noch gut reden. Okay, warte, du musst schnell schnaufen. Ein Schluck Wasser hilft auch immer. Schluck Wasser, oder Champagner hilft auch. Du kannst auch mein Bier haben. Ja, tschüss. Deo bietet dir auch Bier an. Das ist eigentlich sonst auch ein Getränk, das du noch gerne hast, gell? Ja, Bier ist schon mein Ding. Das ist einfach mein Vater. Sehr gut. Auf jeden Fall, tun sie wie, ja, mit der Tierrettung allein ist es wie nicht gemacht. Du musst ja wie auch, die müssen ja nicht mehr leben können. Und die leben im Urwald und darum tun die auch den Regenwald, Urwald schützen. Ja. Plus aufforsten, plus mit den Leuten, die dort leben, in Borneo reden und also das Bildungssystem das involvieren, damit sie eine Ahnung haben, was da passiert. Ich meine, die haben mir jetzt gerade irgendwie vor kurzem von einem Orang-Utan geschrieben, der 3 Tage auf der Flucht war, mit 47 Gewehr, also Schusswunden. Ja, ja. Nein, es ist so mühsam. 74. Ja, das ist crazy. Und den trockenen Knochen, das Baby ist gestorben, ja. Und der ist jetzt irgendwie zusammengesammelt. Und dort kommst du schnell in die Rettungsstation rein, von dort kommst du schnell in die Waldschule sozusagen, wo du wieder rehabilitiert wirst, von dort kommst du auf eine Insel, wo du wirklich freier bist noch. Und dann wirst du wieder ausgewildert. Aber das Problem ist halt auch bei den vielen Orang-Utans, ist die Auswilderung gar nicht mehr möglich, weil sie sich zu fest an uns gewöhnt haben. Weil wir uns so sehr ähnlich sind und sind so viel. Auf jeden Fall bin ich jetzt dort Ambassadorin. Und hast das Götti-Kind. Das finde ich sehr schön. Ja, und unsere Leser finden das, unsere Zuseher lesen, sage ich schon. Es tut mir wirklich mega leid, die sehen da als die von Boris. Ich möchte schon jetzt sagen, es tut mir wirklich leid, aber es liegt an dem. Oder Tequila, sonst bin ich nicht so. Auf jeden Fall, Coco fragt, was ist eigentlich dein Lieblingstier? Also Elefanten, Orang-Utan-Affen, so was würdest du sagen? Das wäre ein Schottfrage, die hätte ich unmöglich beantworten können. Hättest du nicht beantworten können, okay. Hey, ich liebe irgendwie alle Tiere, aber eben auch Pflanzen. Mhm. Alle Lebewesen ist irgendwie, haben diesen Platz hier verdient. Ja. Und man muss ihnen geben und wir sind nur am Wegnehmen und es nervt mich. Ja. Ihr lebt ja auch vegan, Dominik, und du ernährt euch vegan seit dem Sommer. Ja. Und es scheint euch völlig gleich gefallen zu sein, gell, irgendwie. Ja, hey, wenn du checkst, wie gut es dir geht, ist es schwierig zum Zurückgehen. Ja. Ja. Übrigens, apropos Dominik. Oh, schau jetzt. Wir haben ja hier im letzten Sommer zu der Spezial-Pride-Ausgabe vom Blick am Abend Die Geschichte gemacht.
Dominik kann sich sicher auch noch gut erinnern. Ja, wir wollen Kinder. Genau, jetzt sind wir da irgendwie schon ein paar Monate weiter. Wie steht es jetzt? Kann ich jetzt genug posten, oder? Wir haben uns gestern verlobt. Wir haben euch gestern verlobt? Nein. Hey, breaking news! Nein. Ja, wow, okay. Mami, ja, das hätte ich dir vorher erzählt. Nein, das war ein Witz. Einfach nur, weil wir vorher aber schon... Hey, vielleicht könnte jetzt stattfinden. Nein. Nein, also... Das ist alles möglich bei so einer Live-Sendung. Total. Muss ich sagen, nicht, dass es nicht möglich ist mit der Dominik. Wenn das, also ich sehe sie als meine Lebenspartnerin. Klar. Aber nein, wir sind nicht verlobt. Und ich habe den Witz auch mehr gemacht, weil wir vorher darüber über das geredet haben. Und ich habe dann gedacht, so, der mischt jetzt schnell rein. Alles klar. Aber ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass ich dann meine Mami gerade denke, wow, okay, krass. Also, die Mami von der Dominik, die Helen. Ja, mit dem habe ich wirklich nicht... es war ein Witz, ich bin betrunken. Ja, ich würde sagen, das ist ein schöner Abschluss. Also, wir stoßen jetzt alle an, würde ich sagen, die da sind, auf eine baldige Verlobung. Auf eine baldige Verlobung von Dominik. Ich meine, was könnte mir beim Blick uns für eine bessere Schlagzeile für morgen wünschen? Schau, Patricia, wenn wir uns verloben... Dann geben wir uns Bescheid. Ich und Dominik dir an. Das ist super. Sehr gut. Also, auf das stoßen wir an. Cheerio. Cheers. Und wir sagen euch daheim. Oder? Ich bedanke mich bei der Tami, für dass du da noch bist. Hey, es nervt mich richtig, wirklich betrunken. Ja, das war das Ziel von der bösen Frage und von unseren Zuschauern daheim. Tequila. Und ich bedanke mich auch beim Platzierteam, beim Alejandro. Alejandro, muchas gracias. Und wir sagen euch daheim gute Nacht. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ihr seid nicht so betrunken wie ich. Tschüss, bis bald. Tschüss. Bis zusammen. Tschüss.